Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir die erste Mission von der orientalischen Kampagne abgeschlossen, der Niedergang der Kriegsherren, welche relativ einfach war. Wahrscheinlich ist jetzt voll schwer in Aufstieg der Mönche. Nun, da sie die aufsässigen Kriegsherren wieder geringfügig. Was? Gefügig. Nun, da die aufsässigen Kriegsherren wieder gefügig geworden sind und eine Invasion der Mongolen bevorsteht, muss der Kaiser vor der Schlacht den Segen der Götter erlangen. Zum Glück sind wir auf Stichwort gleich ein paar mutige Mönche zur Stelle, um ihm zu helfen. Ihr Plan ist ganz einfach. Die Götter werden von einer stolzen Selbstdarstellung entzückt sein. Was könnte stolzer sein als eine Festung auf einem Bergfried? Was? Ich hoffe, sie sind schwindelfrei. Okay. Festung auf dem Bergfried? Eine Festung ist doch Dings. Das Hauptgebäude. Egal. Werde ja schon sehen. So, jetzt kloppen wir uns auch noch gegen die Mongolen, ey. Hier oben, hoch in den Bergen. Wenn ich in Geschichte früher aufgepasst hätte oder wir so was überhaupt durchgenommen hätten, dann könnte ich jetzt hier so ein paar Sachen erzählen, aber nein. Noch ein bisschen höher. Das ist es. Hier befindet sich der Tempel von Bansai. War zum Glück habe ich niemanden so genannt. Das wäre jetzt blöd gewesen. Das Zuhause dieser Kriegsmönche. Keine Sorge, die sind uns freundlich gesonnen. Ja klar, Mönche sind immer freundlich. Ja, wie dem auch sei. Ganz schön weit bis zum Gipfel. Ach was. Zum Glück wollen die Mönche ihnen helfen. Doch bevor sie das tun können, müssen sie diese Kisten sammeln. Hey, was? Führen sie die Mönche einen nach dem anderen um den Berg herum. Und sammeln Sie mit dem Jetpack die Kisten ein. Okay. Aber denken Sie daran. Ja. Wenn die Zeit abläuft. Ja, ich weiß. Oder einer der Mönche stirbt. Ja, super. Ja, dann werden die Götter sehr ungehalten. Sie und die Mönche müssen um jeden Preis überleben. Benutzen Sie den Jetpack, um Kisten zu sammeln. Die Mönche müssen den Berg hinabsteigen. Sie selbst müssen den Berggipfel erreichen. Okay, wer sind denn die? Oh Gott. Mönche, und wer bin ich? Hä? Was ist denn da! Was zum Teufel? Hab ich gerade mehr Zeit bekommen? Oh nein! Nein, boah! Die haben sie gesammelt, ja. Muss nur immer schnell Jetpack wieder rufen, wenn ich unterfall. Also alles gut, zum Glück bekomme ich mal Dings. Nein! Nein, Mann! Oh! Dreh die Kamera nach rechts, Mann. Oh, das wird nervig. Das ist eine blöde Mission. Er ist blöde. Ich kann so nicht richtig steuern. Was ist denn das? Was ist mit den Mönchen? Wo sind die Mönche, ey? So blöd, das ist so punktgenau. Boah, wo ist denn das Ding schon wieder? Da, was zum Teufel? Oh, die haben ein AP. Oh, ist das doof. So, jetzt habe ich unendlich, oder wie?
Nee. Aber mehr als genug. So, jetzt aber. Aber das ist nur ein einfacher Teil eigentlich. Oh, diese Konzentration, ey. Und ich sag, mit jedem einzelnen machen. Das wäre richtig doof. Hey. Noch ein mehr. Sie haben sie gesammelt. Man muss ich jetzt mit jedem machen, also super. Ja, werde ich schon schaffen irgendwie. Was? Nein. Verarschung. Ja, dann noch innerhalb der Zeit, ne? Oh Gott. Ey. Hoch hinaus, ey. Und dann sag irgendwas Geistreiches, nicht das. Der dreht die Kamera nicht nach. Der will, ach, dreh die Kamera nach rechts. Nein, oh. Ja, ich weiß, Schieboom, ey. Boah, ist das doof. Schon, kann ich schon vergessen. Boah, ist das doof. Hey, ist das behämmert? Ey, kann ich doch schon vergessen, wenn ich das einmal verpasse. Boah, ey, so ein kurzer Part sein können, aber jetzt wird er wieder lang, ne? Hab ich das Gefühl. Ach. Ja, ist immer so punktgenau, wie ich die treffen muss. Ja. Vorsichtig. Nein, boah. Boah, wenn ich irgendwie einmal hier so, ich kann halt nicht im Flug nochmal neu alles machen. Boah, ist das doof gemacht. Ganz ruhig, ganz ruhig, nicht aufregen. Hat auch so viel immer gebracht. Einfach ganz locker. Ist leicht wie eine Feder. Du schaffst das, du bist der Größte. Ist einfach nur krass. Ja, das müsste ich eigentlich schaffen jetzt. Aber knapp. So. Mal das. So, nächster. Ist nur noch einer, oder? So, wo ist das Ding? So. Jetzt du. Wie gesagt, die Mission ist danach vorbei. Ich hätte gerne Bock auf so eine kleine Mission. Ja, bis jetzt läuft. Bis jetzt läuft es. Oh, ein KP. 3 Stück, sehr schön. Ist die?
Warte, wo ist sie? Ach, da. Boah, noch kein Jetpack. So, sehr schön. Sie haben sie gesammelt. Boah, noch eine, was? Wie viele? Wo denn? Wo denn? Hallo? Da, meine Güte. Oh. Schon voll Zeit verballert. Ach Mann. Ja, super. Ey, das ist scheiße. Ah, das ist so dämlich. Boah, weh, da kommt noch irgendwas anderes dann. Das ist voll dämlich, die Mission. Ey. Ich mag nicht so eine Fleet-Mission. Ausgerechnet jetzt, ey. Da muss ich noch einen Berggipfel erreichen, ey. Wer weiß, was danach noch alles kommt, ey. Ah. Ganz langsam, ey. Bro. Langsam. Ja, ein bisschen den Mund halten, damit ich das auch schaffe. Der erste ist kein Problem. Mittlerweile. Aber danach kommt noch mal eins, ey. Ich habe ja vier. So, links, rechts, links, rechts. Wie haben Sie gesammelt? Ich glaube, das ist auch kein Problem mehr. Zum Glück bin ich nicht schwindelfrei. Das ist irgendwie ironisch, weil ich bin nicht schwindelfrei. Habe ich gerade gesagt, zum Glück bin ich nicht schwindelfrei. Ja, okay. So. Was hat das denn überhaupt hier mit zu tun, ey? Eine ganze Mission, ey. Den ganzen Plan. So, jetzt kommt die. Kann ich auch gucken, so. Pisser, du. Was zum... Oh. Ja, geil. Was ist das doof? Ey, ich weiß nicht, wo die sind. Also doch. Oh. Aber oh, die Zeit rennt mir davon. Hier kann ich mir keinen Fehler erlauben, weil ich kann nirgendwo landen. Finde ich mal nicht so toll. Wo ist sie schon wieder? Oh.
Boah, die Zeit, ne? Komm her! Wollt ihr mich verarschen? Doch, wer? Was ist das für eine Scheiße, ey? Ey, bis ich die mal finde. Oh, ist das dämlich. Und wehe, danach muss ich auch noch was machen. Kotzt mich jetzt schon an. Ja, super spannend, ey. Jetzt müssen wir mal voll der Pipi-Kack sehen und dann kommt so was. Ja, ist gut, ey. Boah, dumm. So, ey, bis ich die mal gefunden habe, voll dumm. Spiel. Nein. Ich finde das so lächerlich, wenn irgendjemand ihr so sagt, Spiel, komm schon. Das Problem, das hat mein, sagt mein Ausbilder immer gerne hier. In so in Sachen PC und so. Das Problem liegt nicht im PC, sondern hinter der Tastatur. Also das Problem liegt immer hinter der Tastatur. Also der Typ, der das gerade am Machen ist, ey. Und ja, da bin ich auch in Sachen Videospiel dieselbe Meinung. Ich kann jetzt nicht das Spiel dafür verantwortlich machen, dass ich mich so beschissen hier anstelle. Ich tue mich mal so fremdschämen, wenn ich irgendwie Leute, ja, ich gucke ja auch Let's Plays und so, wenn ich irgendwie Leute sehe, die so sagen, ah, Spiel, komm schon. Oder, was weiß ich, der Hauptcharakter irgendwie, ah, Mario, komm schon, was weiß ich. Wie so lächerlich, und das möchte ich auch nicht sagen, ey. Da läuft jetzt gut bis jetzt. Und jetzt nicht weiß, wo die letzte Kiste war, die ich vorhin gesucht habe. Da 28 Minuten. Ich glaube nicht, dass das so eine kurze Level ist. Da. Ja, ach. Kann mir solche Fehler nicht erlauben. Hör auf damit. Mann, jetzt beeil ich, Mann. Ich hoffe nie im Leben mehr. Wird mich so richtig ärgern, ey. Wahrscheinlich kommt danach schon wieder irgendwie so eine Action, ne? So, schaffe ich da jetzt wohl, oder? Aber bitte sagt, das war die letzte. Danke. Jetzt sind Sie an der Reihe, ja super. Steigen Sie mit dem Jetpack? Den Berg hinauf. Warum? Und sammeln Sie die Kisten, warum? Wie sind den Gipfel erreichen? Ich kam doch gerade von da, Mann. Sobald sie dort angekommen sind, werden die Götter ihnen zur Belohnung eine funkelnagelneue Festung schenken. Das bezweifle ich stark. Halt, halt.
Ach. Boah, nee, oh, das ist nicht wahr. Wo ist das Ding schon wieder? Jetzt mich eigentlich. Boah, willst du mich eigentlich? Hör jetzt auf damit. Ist denn jetzt schon wieder, ey? Leck mich ab. Ich hab keine Zeit mehr. Oh nein, Mann. Ich sehe die auf den ersten Blick nicht, das Scheiße. Das ist Scheiße. Quirte Scheiße. 10.000 Mal bin ich an ihm vorbeigeflogen, ey. Das ist so, weil ich nicht weiß, wo die am Anfang immer sind. Du kleine verdammte braunen Kisten, die verschmelzen mit der Umgebung. Wie soll ich denn die auf den ersten Blick sehen? Wenn die nicht zum Leuchten bringen oder irgendwie sowas, ey. Das ist, Dreck. Boah. Vor allem, ich kann mich auch nicht mehr drehen, ey. Ich muss irgendwo immer abgehen, ey. Aha. Toll. Macht so ein Spaß. Mit der Mission schon, was weiß ich, wie lange fertig sein können, aber nein. Sieht voll den Part in der Länge, voll unnötig. Das hat echt die Klappe halten oder so, ey. Das ist auch langweilig, ey. Ich muss ja irgendwas sagen. Muss ich eigentlich nicht. Aber ich will's. So, yay, geschafft. So, yay, nächster. Ich schon beinahe wieder nicht getroffen, ey. Ich habe eins gedrückt und da bin ich irgendwie auf der Stelle stehen geblieben, also geflogen, schwebt. Ist schon, was ich meine. Und ja, das hat mir nicht gefallen. Ja, ich bin noch Wushing. Verstehe jetzt irgendwie nicht, wieso ich Mönche sein soll. Haben die etwa nicht damit gerechnet, dass ich die Würmer benenne? Ist ja auch gemein, ne? Geh mal nur ein KP, ey. Ja, bitte, jetzt lass mich dich erstmal treffen. Danke. Ein gutes Zeichen. So. Wahrscheinlich muss damit jeden einzelnen Charakter noch mal nach oben fliegen, ne? Und das wäre irgendwie, dann würde ich kotzen vor Freude. Ja, boah. Hab ich schon damit abgefunden, dass ich den nicht treffe. Zack, so. Dann schaffen wir den aber. Ja. Hey Leute, na? Seid ihr auch so angepisst wie ich? Alles gut. So, dann nochmal den gleichen Spaß jetzt. Nur nach oben. War schon, glaube ich, bei der vorletzten Kiste.
glaube, für die meisten brauche ich gar nicht ein Jetpack, ne? So, vorsichtig. Voll vorsichtig. Ey. Boah, jetzt geht der mir schon wieder auf den Nerven. Da unten sind welche aufgetaucht. Hallo, Sie da oben. Gut gemacht. Sie können jetzt runterkommen. Können Sie mich hören? Hallo, Sie können runterkommen. Hallo? Er hört nicht auf mich. Hallo, kommen Sie runter. Hallo, ich bin's, der Kaiser. Ehrlich, man kriegt einfach kein gutes Personal mehr. Ja, damit hätten wir die Mission abgeschlossen. Er hätte sehr viel kürzer sein können, als es eigentlich war. Oh Mann. Jetzt haben wir Gold bekommen. Ich habe keinen Bock, die Mission irgendwann nochmal in Zukunft zu machen. In irgendeiner Zukunft. Wann auch immer ich dieses Spiel wieder anrühren werde. Orientalische Flagge 2, Aufstieg und Niedergang der, was weiß ich, und großer Staatsmann. Na gut, dann machen wir in der nächsten Mission weiter mit der orientalischen Story und ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Worms Forts unter Belagerung. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten Folge.